Arme Eltern, arme Kinder. Unter diesem Titel hatte das katholische Dekanat Saarbrücken zu einer Veranstaltung in den Kirchenladen Glauben am Markt nach Saarbrücken eingeladen. Über das Thema Kinderarmut diskutierten dort Carsten Frehls vom Kinderhaus in Saarbrücken-Mahlstatt, Lydia Fried von der Caritas Gemeinwesenarbeit Friedrichsthal, Maria Groß von der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des SKF in Saarbrücken, Professor Bernhard Haupert von der Katholischen Fachhochschule in Mainz und Marlene Ulrich, die Leiterin des Kindergartens St. Josef in Saarbrücken. Sie hören eine Aufzeichnung vom 16. November des vergangenen Jahres. Die Moderation hat Christian Otterbach. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier im Kirchenladen Glauben am Markt in Saarbrücken am St. Johannamarkt. Schönen guten Abend auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern von SR2 Kulturradio. Wir möchten heute Abend sprechen über das Thema arme Eltern, arme Kinder. Diese Überschrift führt uns direkt zu einem Schlagwort, das in Deutschland, in Europa, eigentlich in der ganzen Welt in den letzten Jahren oft diskutiert wird, zum Thema Kinderarmut. Und dieses Thema oder dieses Wort Kinderarmut hat ja schon in sich ein Problem, nämlich dass es, glaube ich, eine weite Spanne von Definitionen umfasst. Kinderarmut in Deutschland ist mit Sicherheit etwas anderes als Kinderarmut in Uganda oder Kinderarmut in Bolivien. Die Frage ist, ob man das deshalb auch anders qualifizieren muss oder ob Armut letztlich dann doch Armut ist. Eine Aussage über diese Kinderarmut lautet: Kinderarmut hat in den letzten Jahren zugenommen. Und das wollen wir einfach mal ein bisschen erfragen, ob das wirklich so ist. Und ich glaube, eine Ansprechpartnerin dafür ist Marlene Ulrich. Sie ist Leiterin des Kindergartens St. Josef in Saarbrücken. Frau Ulrich, aus Ihrer Erfahrung, hat Kinderarmut, wie sie sich im Kindergarten zeigt, zugenommen? Und davor gefragt, wie zeigt sich eigentlich Armut im Kindergarten? Ja, also wenn ich denke, vor 15 Jahren, 10 Jahren wurde das Thema Kinderarmut, Armut von Eltern überhaupt noch nicht so diskutiert. Obwohl ich denke, da hat es schon schleichend angefangen. Armut begann bereits in den 80er Jahren. Nur keiner hat es wahrscheinlich wahrgenommen und keiner hat es bemerkt. Keiner ist auch, denke ich, heute darauf vorbereitet. Weder Eltern noch Politik, noch Gesellschaft auf das Thema, wie gehen wir mit Armut um? Es ist ja nicht nur die finanzielle Armut, es ist die Bildungsarmut. Und da denke ich, das hat sich verändert, und zwar schleichend. Und heute, hoffentlich, ist es nicht schon zu spät. Frau Güdow-Probst, Sie sind die Mama vom Daniel. Der Daniel geht in den Kindergarten St. Josef. Was erzählt der denn so, wenn der nach Hause kommt? Das ist ein Kindergarten, der ist in Saarbrücken-Mahlstatt. Was erzählt der denn so von seinen Spielkameradinnen, von seinen Spielkameraden, was möglicherweise das Thema Armut betrifft? Sehr groß, denn der Daniel hat auch ein großes Umfeld, weil es ein sehr offenes Kind. Und es ist also auch so, dass er Kinder mit zu sich nach Hause nimmt, aus dem Kindergarten selbst. Wir uns auch mit sehr vielen Kindern treffen. Und dann erzählt er auch oftmals, dass Kinder auch nur sich mehrere Kinder ein Zimmer teilen müssen, dass nicht genug Obst oder auch mal Fleisch oder so auf dem Tisch landet, dass vieles gar nicht so selbstverständlich ist, wie es jetzt für andere Kinder halt ist. Da ist es einfach so, dass es ganz normal, dass man morgen frühstückt. Da hört man auch von vielen, die haben gar kein Brot dabei gehabt. Morgens in der Brotdose, da erschreckt man wirklich auch als Mutter und wird da auch ein bisschen hellhörig. Es ist also auch so, dass nicht nur der Daniel, sondern auch andere Kinder erzählen. Die unterhalten sich ja auch. Und es ist wirklich so, dass ich sagen kann, es fehlt nicht nur das Frühstück, es fehlt auch oft, die gehen mit leerem Magen ins Bett. Ohne, dass ich sagen kann, es geht hier einfach nur ums Geld. Denn die Kinder sprechen nicht über Geld, die sprechen über Dinge. Was ihnen fehlt, wo sie hingehen würden, das fehlt halt alles. Und nochmal zurückgefragt, Frau Ulrich, das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren verändert. Also gab es das vorher wirklich nicht oder glauben Sie, man hat vorher einfach nicht drüber gesprochen? Nein, ich war ja, bevor ich in Mahlstatt in St. Josef jetzt war, war ich in Burbach. Und hier habe ich es ja schon miterlebt. Damals war es noch so, dass noch viele Väter gearbeitet haben. Sei es auf der Hütte, die hatten nur Arbeit beim Stahl und so.
Es fing eigentlich an ja mit Arbeitslosigkeit. Viele Familien, die in die Arbeitslosigkeit gekommen sind. Das bringt eine Familie, denke ich, auch ins Unglück. Frau Fried, Sie sind für die Caritas Gemeinwesen Arbeit in Friedrichsthal hier. Diese Zahlen und diese wissenschaftliche Analyse der Situation, wie haben Sie die denn an Ihrem letzten Arbeitstag erlebt? Ich habe jeden Tag mit armen Familien zu tun. Aber wichtig finde ich auch die Geschichte, die erzählt wird, also wie er sich historisch entwickelt hat. Ich bin seit 30 Jahren tätig in der Gemeinwesenarbeit. Und damals gab es arme Familien und arme Kinder. Und die waren damals, konnte man die ganz gut eingrenzen. Man wusste, die waren in den problematischen Wohngebieten, in den sogenannten Brennpunkten. Man hat die Straßen genau gekannt und konnte sich als Mittelschichtsbürger recht sicher fühlen, dass man da nicht dazugehörte. Dann ist die Armut langsam, aber stetig gestiegen. Es wurden immer jedes Jahr ein paar mehr. Und es gab, ich sag mal, vor 10 bis 15 Jahren gab es einen radikalen Schwung. Also da hat man ganz deutlich gemerkt, die Armut steigt radikal an. Und besonders einen radikalen Anstieg gab es nochmal seit der Hartz-IV-Reform, 2004, glaube ich. Also seitdem sind bei uns die Nachfragen nach Beratung radikal gestiegen. Und das ist das, was an jedem Arbeitstag bei mir präsent ist. Das sind Familien. 3/4 der Familien, die bei uns Rat suchen, sind, haben Kinder und die fragen ganz einfach nach, wie sie über die Runde kommen sollen. Und der Herr Haubert hat einen Aspekt angesprochen von Armut, das ist der finanzielle Aspekt. Wer weiß, dass Geld bei uns alles ist, der weiß, dass damit auch zusammenhängt Wohnen, da hängt die Bildung mit zusammen, da hängt die Gesundheit mit zusammen, da hängt die Integration mit zusammen. Und wenn die Kinder größer werden und einen Beruf suchen, da hängt auch ihre berufliche Entwicklung mit zusammen. Also hinter dem blöden Wort Geld. Man kann ja noch sagen, Geld allein macht nicht glücklich, aber stehen mindestens noch 5 andere Aspekte, die zum Glück aber leider dazugehören. Mhm. Herr Frielz, Sie sind hier fürs Kinderhaus in Saarbrücken-Mahlstadt. Kinderhaus, das müssen Sie mir erklären, weil es gibt doch Kindergarten, es gibt Schule, es gibt die Familie, egal ob sie arm oder reich ist. Wozu braucht man sie denn und ihr Kinderhaus? Das Kinderhaus Mahlstadt wurde entwickelt aus der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Mahlstadt. Es gibt dort seit vielen, vielen Jahren eine Gemeinwesenarbeit, die sich auch um die Belange der Kinder kümmert. Und gerade dort wurde in den letzten 7, 8 Jahren festgestellt, dass der Bedarf sehr eklatant gestiegen ist. Und daraufhin wurde in der Finanzierung des Landes die ersten 3 Jahre das Kinderhaus Mahlstadt eröffnet, was sich um die Belange der Kinder und Familien vor Ort kümmert. In Mahlstadt ist es so, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Hälfte aller dort lebenden Kinder, und das sind etwa 1200, in Armut aufwachsen, nach der Definition, die eben genannt wurde. Und wie erleben Sie das in Ihrer täglichen Arbeit, wenn Sie sagen, dass Ihre Hauptkundschaft, sage ich jetzt mal, auch davon betroffen ist? Also wie äußert sich das? Schildern Sie mir mal, was da passiert. Nun, wir haben dieses Kinderhaus eröffnet mit der Maßgabe, ein Projekt zu entwickeln, wo die immateriellen Armutsfaktoren versucht werden zu verbessern. Das findet darin statt, dass wir eine offene Anlaufstelle sind für alle Kinder und Familien im unteren Mahlstadt. Also jeder kann zu uns kommen. Wir sind sehr leicht zu finden. Wir sind mittendrin in diesem Bezirk unteres Mahlstadt. Wir bieten ein Mittagessen für die Kinder an, das von den Kindern selbst mitgestaltet wird, und eine Hausaufgabenhilfe. Und zusätzlich, was uns sehr, sehr wichtig ist, eben auch eine intensive Elternarbeit, die beinhaltet, dass wir eben nicht nur die Kinder in Mahlstadt erreichen, sondern eben auch das gesamte System Familie, um tatsächlich nachhaltig Veränderungen für die Familien erwirken zu können. Das stellt sich im täglichen Ablauf so dar, dass die Kinder sehr froh darüber sind, dass es eine solche Anlaufstelle gibt. Und sie wird sehr, sehr rege von den Kindern genutzt. Da kommen täglich 30 bis 40 Kinder hin, die sich einfach in verschiedensten Belangen dort betätigen. Das Mittagessen bieten wir für bis zu 20 Kinder an. Im Moment haben wir leider noch nicht genügend Platz, dass es auch mehr sein könnten. Und die Hausaufgabenunterstützung, die weit über reine Hausaufgabenhilfe hinausgeht. Also es geht auch darum, Vernetzung Richtung Schule zu schaffen und die Eltern auch für die Belange ihrer Kinder zu sensibilisieren mitunter. Die wird für derzeit 13 Kinder angeboten. Wir haben eine ewig lange Warteliste. Also wir könnten das ganze Programm im Grunde genommen verdreifachen, mindestens. Vielen Dank. Maria Groß ist Leiterin der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des SKF hier in Saarbrücken. Es geht doch eigentlich um arme Kinder. Was suchen Sie denn hier, Frau Groß? Also ich denke, ich bin hier ganz richtig. Und zwar deshalb, weil nach unserer Erfahrung in der Schwangerschaft schon Armut beginnt.
Bei mir sitzen Frauen, die vom Arzt ein Zusatznahrungsmittel verordnet bekommen haben, Mineralien, sonstige Dinge, die die einfach nicht bezahlen können, wo die Mutter und das Kind schon darunter leiden. Also da beginnt Armut schon im Mutterleib. Und dann die Situation, dass eine Frau zu mir kommen kann und sagt, ich bin ungeplant schwanger, ich freue mich auf das Kind, aber ich sehe gar keine Chance, das Kind großzuziehen. Es ist finanziell unmöglich oder wir sehen gar keinen Hoffnungsschimmer, wie wir das überhaupt bewältigen können. Eine Stunde später kommt vielleicht eine Frau, die sagt, das Kind ist ungewollt. Ich bin nur deshalb schwanger, weil ich mir keine Verhütungsmittel leisten könnte. Und man kann sich ganz leicht vorstellen, wie schwierig es ist, für eine Frau in der Situation überhaupt das Kind noch zu bejahen und die Schwangerschaft glückvoll und lustvoll zu erleben. Und das ist das, was zugenommen hat in den letzten Jahren. Das erleben wir jeden Tag.